Hey und herzlich willkommen zurück in den Chesters, The Humankind Odyssey. Wir sind im großen Sumpf und haben ein bisschen Angst, weil hier ganz schön viele Sachen auf einem Aufhören oben sind. Wollten aber ein paar Sachen entdecken, die. Okay, warte, da ist meine Heimat. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Dort, wir müssen ja immer ein bisschen. Bis dann. Da wurde ich gerade so hingedreht, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Das Fragezeichen scheint relativ nah zu sein. Dann gehen wir dahin. Müssen immer ein bisschen aufpassen. Lustigerweise ist momentan das Krokodil nicht da. Vielleicht, weil wir es letztens mal getötet haben. Aber ich bin mir da nie so 100% sicher. Also immer aufpassen. Es regnet, ist nicht so schlimm. Wir haben vorher diese Hitzeblätter gegessen, damit wir auch keine Angst haben müssen. Hier gibt es so viel, was wir noch nie gesehen haben. So müssen wir. Oh, Loch zum Stochern. Das habe ich lange nicht mehr gehabt. Jetzt brauche ich einen Stock. Ich habe mich tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr in einem Stock rumgelockert, weil es bei mir keine Stöcker gab. Löcher gab. Nicht Stöcher. Ihr wisst schon, was ich meine. Da ist ein toter Zweig, okay. Problem ist, wenn es zu stark regnet, höre ich keine Wild. Okay, es ist nur eine Schlange. Alles gut. Eine Schlange komme ich mir zurecht. Die kann ich. Oh mein Gott, es ist nicht nur eine Schlange. Es ist nicht nur eine Schlange. Keines Problems. Ich habe nicht meine spitzen Stockgarts dabei, sondern nur meine Knochen. Nein, das klappt nicht mit den Knochen. Wir müssen ein bisschen Distanz aufbauen. Na gut, der verfolgt mich halt jetzt hart. Damit wir, wenn er mich angreift, vorbereitet sind. Da vorne kommt er. Boom! Okay, er rennt weg. Wir brauchen einen Spitzenstock. Hier ist es anscheinend. Oh, die Mamba. Schon zerteilt, wie praktisch. Hier ist es anscheinend sehr, sehr, sehr. Wieso? Ich hab. Lol, Mist. Ich dachte, mein Knochen ist kaputt gegangen, ist aber nicht. Schön aufmerksam bleiben. Ich brauche hier einen Spitzenstock. Das ist. Dann laufe ich mit Knochen und Spitzenstock rum. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Das war übrigens evolutionär sehr, sehr sinnvoll, dass die beiden sich gerade gegenseitig angegriffen haben. Das sind auch irgendwelche Erfolge, die man quasi macht, die dann wichtig sind, um einen evolutionären Sprung zu machen. Okay. Jetzt hätte ich gerne noch meinen. Kann ich das eigentlich essen? Oh, kann ich. Würde mir zwar nicht so gut tun, weil ich das nicht so gut abkann, aber ich kann es essen. Und wir wissen ja, wir sind ein Allesfresser. Wir müssen ein bisschen darauf sorgen, dass unser Stoffwechsel sich auch daran anpasst, was wir vorhaben. Ja, uns geht's nicht so gut. Ich weiß, ich weiß. Wir müssen immer mal ein bisschen gucken. Vielleicht kommt er wieder. Wie das Wildschwein letztens, was immer und immer wieder gekommen ist. Was ein bisschen lästig war. So. Jetzt habe ich Knochen und. Ah, ist eine Schlange. Hier sind ein paar viele Schlangen, ne? Noch eine Schlange. Wow, okay, wir sind hier definitiv im Schlangengebiet. Die Schlange werden wir töten.
Tita töten. Knochen habe ich noch. Problem ist, dadurch, dass wir so ein bisschen sehbehindert sind, sind wir ein bisschen sehbehindert. Okay, das Tier ist weg. Ist noch eine Stange. Da hinter mir ist auch eine Stange von der Bewegung her. Will mal ein bisschen meine Umgebung identifizieren, was ich hier so habe. Inspizieren. Ja, damit er sich ein bisschen beruhigt. Er scheint gerade ein bisschen Angst zu haben. Sag mal, ist das da vorne nicht so ein Graniteinschlagsfelsen? Nicht sicher. Nee, er ist müde, hoch 10. Gott, wir gehen jetzt noch hier hinten hin. Wir sehen hier echt ein Tier nach dem anderen angreifen. Neues Bild hier, ein schwarzer Mario irgendwas. Der hat die ganz, ganz große getötet. Ja, die ganz, ganz große. Der hat die... Gott. Also, ich gehe mal auf die andere Seite des Wassers. Ich hoffe, der kommt nicht mit rüber. Ich fühle mich hier nicht wohl. Lass uns mal auf den Baum raufklettern und schlafen. Ich hoffe, das ist sicher genug dort oben. Ich kann mich hier nicht hinlegen. Okay, das ist doof. Ich nehme nochmal meinen Knochen und dann wahrscheinlich in dem großen Baum können wir wohl schlafen. Mal gucken. Ach, weil wir in einem neuen Gebiet sind, sagt er jetzt so, ich hab Angst, ich hab Angst. Ja. Und ich muss hier erst ganz viele Sachen erkunden, ehe ich die Angst überwinden kann. Das kennen wir ja schon. Weil wir nämlich so weit weg von zu Hause sind, hat er Angst hoch 10. Und das müssen wir dem jetzt erstmal alles wieder nehmen. Seht ihr dort dieser Kreis, der sich vergrößert? Irgendwas brauche ich noch. Das ist quasi meine verschwindende Angst. Umgebung rationalisiert. Jetzt kann ich eigentlich hier runter und meine Angst besiegen eigentlich. War nicht? So ganz habe ich das noch nicht raus, wie man das macht. Wir gehen mal ein bisschen weiter zurück, um einen Schlafplatz zu kriegen, wo wir nicht die ganze Zeit Angst haben. Und dann machen wir das hier mit dem... mit der Umgebung später nochmal. Brauche einfach nur einen guten Baum, wo ich drin schlafen kann. Weil wir jetzt schon ganz schön weit weg sind von den anderen. Dem geht's halt nicht mehr so, Tutti. Wir quälen ihn ein bisschen damit, dass wir so lange auf sind. Was ist das für ein Geräusch? Schlange?
Nee, hier ist nur eine Schlange. Gut. Dann Tita, toten wir noch die Schlange? Hoffentlich. Bevor wir einschlafen? Na, okay. Müssen uns erst hier oben auf den Baum gehen. Die ist auch noch morgen da. So, meistens können wir in so einer Beuge schlafen. Wenn wir hier stehen können. Jetzt bin ich zu weit gelaufen. Eins müssen wir fallen lassen, denn ich brauche... meistens eine freie Hand, damit ich... Ach, es ist zu klein, um zu schlafen. Hier kann ich aber bestimmt mich erinnern, oder? Komm jetzt schlafen! Z! Warum auch immer will das hier nicht. Ja, dann lass uns zu Hause latschen. Ist aber ein ganz schön weiter Weg, ne? Das ist dir schon bewusst, Äffchen, wozu du mich hier zwingst. Ja, ich sehe sie. Alles gut, ich mach's jetzt tot. Ich krieg die anscheinend nicht getötet mit dem... Knochen. Irgendwohin ist jetzt mein Stock. Mein Stock ist weg. Frustrant. Weil mit dem Stock könnte ich hier Sachen annehmen. Und so kann ich es jetzt gerade nicht. Was ist das da vorne? Sieht irgendwie anders aus als meine üblichen Stöcker-Dinger. Ehrlich, der Knochen ist scheiße. Stöcker sind viel besser. Erstmal so. Buddha bei die Fische sind besser. Um vieles. Damit kann ich Leute aufpieksen und nicht nur einfach klatschen. So, einen essen wir jetzt. Ausgereiftes Neuron, vorgebeugte Behandlung. Meine Güte, bei mir reift ja ganz schön viel momentan aus. Um ich zu sein, nur Steine finden. Und wir müssen in die Richtung da für unser Haus, glaube ich. Bin mir auch nicht so hundertprozentig. Ja, doch, doch, in die Richtung. Oh mein Gott. Das war knapp, Leute. Zum Glück hatte ich einen Stock. Ich hätte gern einen neuen Stock. Immer Angriff. Bah. Wäre der angespitzt gewesen, hätten wir ihn jetzt getötet. Aber er war halt nicht angespitzt, ne? Also, naja. Müssen wir mitnehmen. Uns wird kalt, das heißt hoffentlich finden wir jetzt hier, ich glaube da direkt vorne. Sind das die Blätter? Nein, das sind nur Beeren. Können wir trotzdem essen. Vielleicht finden wir spontan hier noch die Blätter. Da vorne sind Steine. Wir machen uns einen Spitzenstock. Sonst macht das hier keinen Spaß, wenn wir nochmal angegriffen werden. Uns geht's ganz, ganz mies. Das Problem ist, ich finde halt nirgendwo einen Ort, wo wir schlafen dürfen. Sonst hätte ich ja schon längst zwischendurch geschlafen. Er kann halt auch nicht mehr schnell laufen. Er ist halt super müde. Wir versuchen es gleich nochmal, dass wir auf einen der Bäume hochklettern. Der da vorne sieht aus, als wäre die Gabelung groß genug.
würde mich tatsächlich am liebsten einfach hinlegen und schlafen. Voll egal wo gerade. Wir klettern jetzt in den Baum da vorne und versuchen es dort nochmal. Ich meine, wir sind kurz davor zu verrecken, ne? Möchte ich nur anmerken. Weil wir nicht schlafen. Oder da, das sieht auch super aus. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich will da noch nur mehr schlafen legen. Ich musste nur eine Zeit länger gedrückt halten. Es geht! Hätte wahrscheinlich eben auch schon geklappt. Schütte. Und es war ein bisschen kalt. Aber lieber kalt, als die ganze Zeit am Dauer gehen. Also definitiv, das war die richtige Entscheidung, jetzt hier uns hier schlafen zu legen. So, das muss genug sein. Wir müssen demnächst mal trinken, okay. Aber müssen erstmal... Ist das ein Stangennest? Die Stange ist nicht in der Nähe, deswegen will ich da mal hingehen. Bestimmt von der Boa. Ja, ist es. Ureier haben wir bisher noch nicht gegessen. Neue Nahrung entdeckt. Stangenei. Ja, gut, okay. Wird nicht genauer klassifiziert. Ah, vertragen es so halbwegs. Ausgereiftes Neuron. Sinne. Okay. Warum auch immer mir das jetzt bei den Sinnen geholfen hat, aber ich nehme das mal so hin. Wollen wir mal versuchen, die Boa zu töten? Oh, die Boa ist auf jeden Fall sehr geduldig. Ich laufe mal auf die andere Seite, vielleicht ist sie einfach nicht in der Lage rumzukommen. Ja, sieht so aus. Ich habe die Felsenbohrer getötet. Das Riesen-Superviech. Okay. Neue Nahrung entdeckt. Ja, ich baue jetzt aber Kadaver des Felsenbüro. Ich baue aber ein Steinchen. Das bringt mir meine neue Nahrung nichts. Vielleicht ist unter den Felsen hier ein Stein. Ups. Und hier sind Pilze. Das sind auch Pilze. Da ist ein Stein. Super. Moment. Erstmal höre ich gerade von da unten grunzen. Irgendwie gerade habe ich ein bisschen Distanz aufgebaut und spitze mir meinen Stock an. Da läuft er gerade.
Jetzt haben wir aber keinen Stein mehr, ey. Oh, Mann. Der macht's auch sehr schwer. Ach, den haben wir doch noch. Okay, ich hatte gedacht, man hätte da irgendwie draufhauen können. Kann man aber nicht. Jetzt können wir aber hier die hier auseinandernehmen. Müssen ja noch deren Fleisch inspizieren. Oh Gott, die ist halt riesig. Riesig hochziehen. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Wie ich mir dachte, es dauert. So. Gut, ganz normales Fleisch von der halt. Sie ist zwar ein bisschen größer als die anderen Schlangen, aber letztendlich gibt es ja auch nur Schlangenfleisch. Ekelhaft widerliches Schlangenfleisch, also. Naja. Da ist jetzt keine große Neuerung. Bis auf das uns der Bauch wehtut. So, und jetzt müssen wir mal gucken gehen. Oder haben wir irgendwas mal nicht identifiziert? Ich verstehe das auch nicht. Ich glaube, die Verstecke sind tatsächlich immer nur groß genug für Kinder. Das heißt, wenn halt ein Kind, naja, mitkommt, Papa wird getötet oder... Ja, in meinem Fall sind es immer die Väter. Die Frauen bleiben irgendwie immer hinten. Dann... You know, ne? Heißt es für die ab ins Versteck? Ist das sonst auch mal ein Wildschwein? Echt, weil ich den getötet habe, ist hier keins mehr? Naja, wird irgendwann wiederkommen. Kennen wir ja schon. Würde ganz gerne noch mal ein bisschen Honig nehmen. Obwohl, warte, wir haben jetzt hier dieses anpassungsfähig, ne? Wir haben jetzt seit langem dies hier nicht mehr gegessen. Vielleicht hilft uns das auch noch beim... Vorbeugen, Anpassung, irgendwas. Nee, doch nicht. Dann doch nicht. Dann nehme ich jetzt wieder meinen Stock. Nicht Stock. Ding. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe die Fähigkeit zu fischen verlernt. Ich weiß nicht, wie ich das wieder... Doch, jetzt. Irgendwann zwischenzeitlich konnte ich mal nicht fischen. Das war ein bisschen nervig. Wir haben jetzt einen viel, viel anpassungsfähigeren Stoffwechsel und vielleicht... Mm-mm. Fisch geht immer noch nicht klar. Man muss es ja immer testen. Nur weil ich es die ganze Zeit teste, habe ich überhaupt bisher so einen anpassungsfähigen Stoffwechsel. Sonst hätte ich immer auch den Standardstoffwechsel und dann... Wow. Viel Spaß mit den Blättern. Wir müssen eh noch was trinken. Wer weiß, vielleicht können wir auch auf dem, kurz bevor wir zurückgehen in unser Lager, noch den Gaukler töten. So. Der ja dort auch immer rum schlawinert direkt neben uns. Jetzt muss ich ganz kurz nachdenken, welcher der richtige Baum ist für den Gaukler. Ich glaube, das müsste der da sein, auf den ich gerade zulaufe. So ganz 100% sicher bin ich mir aber auch nicht. Können wir gleich mal gucken gehen. So nebenbei, manchmal ist hier unten, nein, kein ausgesetztes Weibchen mehr unten.
Meint dieser Ast müsste das? Ja, genau. Ich frag mich, ob man echt darauf... Nee, okay, Eier sind wieder da. Ich wollte gerade sagen, ob man darauf achten muss, nicht zu viel zu töten. Ne? Nach dem Motto... Der Gaukler kommt immer so ungefähr aus dem... Nichts. Ich weiß gerade nicht, wo er ist. Shit. Ich wollte eigentlich... Fuck. Ich hatte ihn nicht gesehen, deswegen war ich in die falsche Richtung. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber wir sind ausgewichen. Wir haben zwar jetzt keinen Knochenschutz mehr und es war auch sehr gut, dass wir den hatten. Aber es hat geklappt. Er ist halt genau aus der anderen Richtung gekommen. Was ein bisschen doof war. Das versuchen wir aber nochmal. Diesmal schaue ich halt wirklich in Richtung von unserem Lager. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er immer von dort her kommt. Also hier von rechts. Ich weiß nicht, ob er so schnell nochmal wiederkommt. Ist ja gerade erst da gewesen. Aber an und für sich, ich sitze in seinen Eiern. Also, man sollte schon erwarten, dass er gleich vorbeikommt. Und hier hört es sich wirklich jedes Mal an, als würde was brennen. Wenn er nicht vorbeikommt, schnappe ich mir ein Ei. Sieht nicht danach aus, als würde er vorbeikommen. Essen wir mal einfach hier alle Eier weg, ja? Okay, doch nicht ganz alle, aber... Okay, er ist auf dem Weg. Okay, er ist nur geschlagen worden. Aber er ist noch nicht tot, okay. Aber das wissen wir nun, dass wir ihn gut verletzt haben. Dann machen wir uns mal auf den Weg zurück zum... Lager. Erzählen dort unsere freundliche Kunde, dass wir es geschafft haben, den tatsächlich zu verletzen. Ich meine, er ist halt direkt neben uns, ist ein bisschen ungünstig immer. Guten Tag. Hi. Hi, hi. Hi, 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 hi. Oh, ich weiß. Coole Person ist wieder da. Alles gut. Trink mir mal kurz was, damit der Bauch nicht so weh tut. Nimm einen von meinen Reservestöcken, den ich hier irgendwo... Da ist noch einer. Perfekt, ich dachte, ich hätte keine mehr. Muss bald hier den Vorrat von Stöcken mal weiter auffüllen und dann Vorrat von angespitzten Stöcken machen. Nicht toll, aber so etwas gehört dazu. Das war ein sehr waghalsiger Sprung und sehr dumm. Ah, jetzt wird uns kalt, ist klar. Wir sind schon eine Zeit lang im Regen. Aber ich würde gerne den Gaukler noch töten. Einen Stab hat er schon in sich stecken. Und ich habe ein bisschen Sorgen, wenn ich jetzt zu lange warte. Dass er dann einfach meint, nö, ich bin jetzt wieder voll fit. Deswegen ab ins hier rein und dann warten wir. Auf den Gaukler. Mit aufrechter Position. Irgendwo kommt er. Ich schau einfach mal nach da. Das hat nicht geklappt. Kommt er wieder? Aber wir haben uns zum Glück auch nicht verletzt, ne? Wir haben halt nur noch den Stock verloren. Wir haben nur noch den... Ich will unbedingt den mal töten.
Hatte ich den eben nicht angespitzt oder wieso? Könnte sein. Sieht so aus, als müssen wir immer erstmal gehen und dann wiederkommen, bevor der... Wow. Der will anscheinend gerade nicht getötet werden. Tita totet. Moment. Ah, okay. Ich dachte, ich könnte das Bett verändern. Ich dachte mir gerade so, what? Weil, naja, das war ja quasi meine Auswahl. Alles gut. Das wäre jetzt ein bisschen so, okay. Gut, dass ich das jetzt erst herausfinde. Nicht gut. Machen die mir jetzt wirklich nach, oder? Die gehen da hinten hin. Und haben sich hoffentlich einen Stein geholt. Die haben jetzt einen Stein in der Hand. Kann ich die hier auch zur Nachmache animieren? Hört sich nicht danach an. Das hier muss ich also mühselige der Kleinsarbeit alleine machen. Aber gut, ich bin auch die Person, die oben den töten möchte, also von daher. So, einen letzten Versuch starte ich noch. Und dann soll der sterben. Ich meine, drei Speere müssten eigentlich genug sein. Der ist groß, der Vogel, ja. Aber dann doch nicht auch so riesig. So, wir sind im Nest. Es dauert nicht mehr lange, bis er angeflogen kommt. Ich habe ihn schon gehört, dieses... Da ist er. Ein Gaukler getötet. Wuhu. Habe ich den jetzt echt einfach runtergeworfen? Ach, du dummer, dummer Affe. Da unten müsste jetzt eine riesige Vogelleiche sein. Ich würde den nämlich gerne inspizieren und auseinandernehmen. Ich glaube, das da unten rechts könnte sie sein. Ja, 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 definitiv. Vogel haben wir bisher noch nicht auf dem Speiseplan gehabt. Neue Nahrungs... Ja, aber jetzt brauchen wir noch ein Steinchen, um den auseinander zu pflücken. So. Eindrucksvoll. Ach, ich habe einen geschliffenen Stein in der Hand gehabt. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich das nicht machen? Anscheinend geht es mit einem geschliffenen Stein dann doch nicht. Sondern ich brauche einen normalen Stein. Gut, den können wir ja eben schnell holen. Vielleicht kriegen wir da auch Federn raus. Das wäre cool. Dann können wir uns einen Federschmuck machen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen dumm. Okay. Lecker. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus, als würde ich hier einen Federschmuck machen können. Warte, ich will das noch inspizieren, bevor ich es komplett esse. Vielleicht kann er mir noch irgendwas Genaueres... Nein. Ich hatte gedacht, vielleicht sagt er mir noch was Genaueres, aber tut er nicht. Der im Hintergrund immer meint so, Mama, 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 gib mir auch ein Stückchen. Nein, 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 ich will nicht ein zweites essen. Schon okay.
Wir haben schon eine Magenverstimmung, ich brauche keine zweite. So, ich würde sagen, damit beenden wir aber auch die Folge. Wir haben vieles dazu gelernt, das schauen wir uns aber erst in der nächsten an. Und ich würde sagen, bis dann.